Hey ho, meine Lieben, es gibt mal wieder was aus dem Römertopf. Und zwar mache ich heute ein Zwiebelfleisch. Also Zwiebelfleisch aus dem Römertopf. Dazu, Leute, ihr müsst jetzt tapfer sein. Ein kleines Helferlein. Nein. Ich meine damit natürlich nicht mein Engelchen, sondern... Dankeschön. Ein kleines Zauberpülverchen, die Zwiebelsuppe von Knorr, kostenlose Werbung, sprich kostenlos für mich, ich krieg dafür nichts, aber ich habe das mal gelesen und das möchte ich jetzt ausprobieren und das Ganze in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! So, meine Lieben, die erste Runde hier geht jetzt an mich. Salz, Pfeffer, Paprika hier drüben. Sieht man gar nicht. Egal. Nicht, Konika. Ach, eine Hau mich tot Schale. Ein schönes Stück Schweinenacken. Natürlich die Zwiebelsuppe. Ein klein bisschen Senf brauchen wir. Und Zwiebeln jede Menge. Und das reichlich. Und meine Arbeit besteht jetzt darin, den Schweinenacken ein bisschen kleiner zu schneiden. Und zum Würzen. Und danach wird dann Manu, sie hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, die Zwiebeln zu schneiden. So. Und etwas weiter außerhalb vom Bild steht auch schon der Römertopf. Der Deckel ist beim Wässern im Wasserbad. Tja. Und so lege ich jetzt los. Erstmal in Scheiben schneiden und dann halbiere ich die Scheiben alle nochmal, damit es nicht ganz zu große Fetzen werden. Dann ein klein bisschen Senf drüber. Nicht zu viel. Also da braucht man jetzt gar nicht viel. Und dann vermanschen wir das erste Mal mit dem Fleisch, dass wir nach Möglichkeit alle Fleischstücke einmal leicht eingesämpft haben. Das Zwiebelfleisch kann man auch mit etwas Bier drin zubereiten. Wir verzichten darauf und machen das wirklich auf die einfachste Möglichkeit heute, die man sich vorstellen kann. So, und dann ein bisschen Salz, Pfeffer und Paprika drüber. Spatzel, hilfst du mir dann mal bitte? Ja. Du kannst die Zwiebelsuppe schon mal aufschnibbeln hier, während ich noch Paprika ein bisschen drüber streue. Die Paprika-Dings da hier. Soll ich's? Ja, geht's. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Oh, yeah. Ai, ai, ai. Was machst du da? Das reicht. So. Schön verteilen. So, ein bisschen was lassen wir noch drin.
Und dann kann ich das Fleisch nämlich nochmal auf die Seite stellen, während dann die Zwiebeln klein gehäckselt werden. Jo, und danach geht es schon weiter mit dem Römertopf selber. So, dein Einsatz. So, wie ihr sehen könnt, werden die Zwiebeln in richtig schöne, breite Scheiben geschnitten. Spatzel, das machst du hervorragend. Nee. Du bist schon wieder so traurig. Ja. Ist alles so traurig, ich gebe dir schon die Zwiebeln. Ja, und wenn die Zwiebel jetzt dann gleich soweit fertig ist, geht's los mit der Römertopf-Beschichtung, Bestückung, ja, kann man jetzt nennen, wie man möchte. So Leute, dann werden wir soweit den Topf zu beschichten, beschicken, befüllen. Ja, nein. Was ich noch habe, was ich vorher vergessen habe, ist ein Creme Fraiche. Das reiche ich aber dann dazu. Also wenn alles fertig ist auf der Teller, dann kann man sich, wenn man möchte, noch eine Creme Fraiche mit einrühren. Und vorher kommt es nicht rein. So. Jetzt tun wir einfach schön das Fleisch hier reinschichten, inklusive der Zwiebeln. Wie wir es auch vom Dutch Oven gewohnt sind. Schauen wir mal, ob wir alles da reinkriegen. Da bin ich ja jetzt gespannt. Geklappt. Ja, tun wir die restlichen Zwiebeln einfach so drüber. Ein klein bisschen Wasser werde ich jetzt noch aufgießen. Das hole ich mir gleich, nachdem ich erstmal die Pfoten gewaschen habe. So, da bin ich wieder. Das restliche Zwiebelsuppenpulver streuen wir jetzt auch noch schnell drüber. Das spült es dann eh gleich mit rein. So, ein bisschen Wasser. Nicht allzu viel. Weil wir wissen ja, die Zwiebeln wässern wie verrückt. Das ist jetzt wieder so eine Gefühlssache. Das muss reichen. Das muss reichen. Der Deckel schön gewässert. Kommt es jetzt bei ja, so circa 170 Grad, 160, 165 Grad, irgendwas in dem Bereich im Backofen rein, mittlere Schiene. Und was es dazu gibt, sage ich euch gleich. Loderle. Spatzel hat gesagt, sie macht noch einen Salat dazu. Und in den Backofen unten rein werden wir dann später noch Kroketten reinschieben. Die gibt es dazu und fertig wird ein leckeres Menü heute sein. 16:25 haben wir es. 60. Ja, ich würde mal sagen bis 18 Uhr. Lassen wir jetzt die Krokotte, hätte ich fast gesagt, den Römertopf im Backofen drin und dann gucken wir ganz einfach mal nach. Oder zwischendrin? Nein, ich gucke zwischendrin nicht nach. Bis nachher. Ach ja, wir kriegen noch Besuch. Also wir müssen die ganze Menge heute nicht alleine essen. Du weißt, wer kommt? Ja, ich weiß, wer kommt.
Freust du dich schon? Ja, ich freue mich sehr sogar. Jawohl. Ja, und das Fazit sprechen wir dann definitiv auch zu dritt. Ja. Alles klar. Bis nachher, wenn der Backofen soweit ist. Das Essen im Backofen. Ja. Leute, dann gucken wir mal hier schnell rein. Hier unten drin habe ich die Kroketten. Ja, die brauchen auf alle Fälle noch, die brauchen ja ein bisschen mehr Temperatur. Eigentlich. Ne? Was geht da jetzt so? So, dann schauen wir mal in den Römertopf rein. Hoi. So. Lassen wir noch ein bisschen drin. Geschmacklich ganz gut. Und fahren wir die Temperatur noch ein bisschen nach oben, damit auch die Kroketten werden. So. Tja, und dann warten wir noch mal eine Viertelstunde oder so. So, meine Lieben, es ist soweit. Im Hintergrund wird noch der Salat gemacht. Aber wir können hier jetzt schon mal anfangen und probieren das. Wo sind jetzt meine Topflappen hin? Ah, danke schön. Oh, so, dalle. Deckel auf die Seite. Jo. Mhm. Wo ist mein Schmand? Den brauche ich auch noch, oder was das war? Creme fraiche. Da ist er. Wie gesagt, das ist zum ja, nebenzu dann noch drauf tun. Eine Kelle. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Wenn ich denn hier was rausbekomme. Also die Soße ist sehr flüssig. So viel kann ich schon mal sagen. Aber das Ganze ist auch sehr zwiebelig. So. Genau hierzu. Naja, kommt gleich noch ein drittes Stückle. Erstmal probieren. Geil. Kann man sich ein Löffelchen Creme fraiche da drauf schmeißen. Man hätte es auch in die Soße einrühren können. Je nachdem, wie man lustig ist. Ein paar Kroketten dazu. Na, dann stellen wir das Ganze mal auf die Seite. Wo sich die Meute hier nachher was nehmen kann. Tja. Tada. Ich glaube, der Salat ist auch fertig. Tun wir uns auch schnell noch was drauf. Dass ich den gleich einmal mitprobiert habe. Einfach zum Zeigen. Schmeckt lecker. Oh, Drama heute. Schauen wir mal, wie zart das Fleisch geworden ist. Ja, ja. Bisschen mit Creme fraiche. Und ab in den Hals. So. Hm. Haare fressen ist ungesund, habe ich mir sagen lassen. Hm. Lecker ist es. Hä?
hätte vielleicht sogar noch ein Viertel, halbes Stündchen vertragen. Mhm. Hätte locker noch ein bisschen vertragen. Aber so hat man wenigstens ein bisschen was zu kauen. Aber lecker ist es, Leute. Das nächste Mal vielleicht gleich überlegen, was man mit der Soße anstellen kann, dass die von Haus aus etwas dicker wird nachher. Aber man kann es essen. Wirklich, wirklich gut. Und jetzt schauen wir dann, was die anderen dazu sagen. Na, ich habe meinen Teller schon. Ich kann mich zum Essen hinsetzen. So, Leute. Dann kommen wir noch zum Fazit. Treten Sie alle näher hier. Mitgegessen hat natürlich Manu. Hallo, und ich bin auch da. Mich hat man gerufen zur Hilfe. Weil heute muss ich dir beibringen, wie man richtig isst. Und jetzt bin ich da gewesen und jetzt ist fast der ganze Römertopf leer. Ja, also ich muss sagen, hat geschmacklich sehr lecker. Dazu aber gleich, die Soße hätte dicker sein können, definitiv. Und er hätte noch ein bisschen länger drin stehen bleiben können. Das Fleisch ist definitiv nicht zerfallen, aber es war sehr gut essbar. Ja. Tipptopp. Du weißt ja gar nicht, was ich da an Gewürznei habe. Das interessiert mich nicht. Aber lecker war's. Das war richtig klasse. Das war richtig lecker, ja. Ja, ja. Alina? War gut. War gut, okay. Die Alina ist nicht so der Zwiebelfan, habe ich heute festgestellt. Ja. Also, Bauch ist bei mir. Jesus Maria, du hast es. Also, auf alle Fälle eine rundum leckere Sache. Und wenn man das eben noch mit der Soße etwas eindicken beachtet, ein bisschen länger drin, dass es noch ein bisschen weicher wird, dann ist es natürlich noch definitiv besser. Aber nachmachen, so ausprobieren mit der Würzung, optimal. Also ich bin zufrieden. In diesem Sinne, ciao Ikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach, danke schön für die Einladung, war richtig toll. Bitteschön. Kein Problem.